Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Feldexkursion. Hier in einem Ort in Ostdeutschland wurde in der letzten Woche schon Wintergerste geerntet. Und wie Sie sehen können, wurde auch schon die Stoppelbearbeitung durchgeführt. Das ist ganz wichtig, dass die Gerste zum Auflaufen kommt und somit auch in den nächsten Früchten nicht wieder durchwächst. Der Landwirt hat hier mit einem Flachgrupper die Stoppelbearbeitung durchgeführt, so dass eben auch die Ausfallgerste zügig keimen kann. Was mir auch gleich aufgefallen ist, ist die wunderbare kurze Stoppellänge. So soll es aussehen. Versuchen Sie, das Schneidwerk so tief wie möglich zu halten. Denn die Qualität der aktuellen Ernte ist entscheidend für die nächste Ernte. Jetzt ist auch der ideale Zeitpunkt, an die Grunddüngung zu denken. Denn Sie haben die Möglichkeit, auf die Stoppel oder eben jetzt nach einer flachen Bearbeitung die Grunddüngung durchzuführen. Der Landwirt hier hat auch schon am Feldrand den Kalkhaufen zu liegen. Calcium ist ganz wichtig für die Regulierung des pH-Wertes. Aber auch die Nährstoffe Kalium und Phosphor sind entscheidend. Natürlich sollten Sie erstmal Ihre Grunddüngeranalysen anschauen und sehen, was denn fehlen könnte und dementsprechend dann eine Grunddüngerstrategie für die Fruchtfolge aufstellen. Besonders Phosphor unterliegt eben starken Umbau- und Abbauprozessen im Boden. Und das wasserlösliche Phosphat wird relativ schnell in die labile Form und dann aber auch in die stabile, nicht pflanzenverfügbare Form umgewandelt. Und Sie sollten jetzt wirklich nur so viel düngen, wie Ihre Pflanze innerhalb von einem Jahr auch aufnehmen kann. Hier folgt jetzt nach der Wintergerste der Winterraps. Das ist ja eine gängige Fruchtfolge. Und besonders der Winterraps hat einen sehr hohen Bedarf an Kalium. Und Kalium ist sehr wasserlöslich und kann auch verlagert werden. Im letzten Jahr gab es in Deutschland sehr viele Niederschläge. Wenn Sie noch nicht viel Kali gedüngt haben und auch auf einem leichten Standort wirtschaften, dann düngen Sie jetzt auf die Stoppel bzw. zur Frucht Winterraps noch einmal etwas Kalium. Haben Sie Fragen oder Anregungen für Ihre Grunddüngerplanung, so können Sie sich gerne bei uns melden. Wir unterstützen Sie gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen sehr guten und erfolgreichen Erntestart und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!